ZDF Zoom. In unseren Dokumentationen decken wir Missstände auf, berichten über die großen Themen und die, die nur selten in den Nachrichten erscheinen. Zoom erklärt Hintergründe und Zusammenhänge. Heute blicken wir noch einmal auf einige Schicksale und Geschichten, die für die Zuschauer wichtig waren. Wir wollten etwa wissen, führt ein bedingungsloses Grundeinkommen zu einer gerechteren Gesellschaft? Grundeinkommen ist eine Lösung und wir werden gesellschaftlich sicherlich auch nicht darum herumkommen. Unsere Reporter haben aufgedeckt, wie Lkw-Fahrer Abgaswerte manipulieren und Kontrollen oft wirkungslos sind. Die haben irgendwo an dieser Abgasanlage manipuliert. Wohnen wird für viele immer teurer und die Immobilienkonzerne verdienen Milliarden. Es ist 50 Jahre hier nichts gemacht worden. Und wir sollen jetzt dafür bluten? ZDF Zoom hat über Flüchtlinge berichtet, die arbeiten wollen, aber allzu oft nicht dürfen. Ich würde gern auch in Deutschland als Schreiner Ausbildung machen. Wie geht es diesen Menschen heute? Hat sich für sie etwas verändert? Haben Politik und Verantwortliche reagiert? Wie gerecht ist unsere Gesellschaft? Über diese Frage wird viel diskutiert. Ein Vorschlag? Jeder in unserem Land bekommt vom Staat eine feste Summe Geld. Ein Grundeinkommen, ein Leben lang. Ob sie nun der Millionär kriegt, die brauchen es nicht. Ne? Aber die anderen würde ich es schon gönnen. Ich habe auf jeden Fall 1.000 Euro, die ich sicher in der Hinterhand habe, egal was passiert. Dann geht man auch ein bisschen, denke ich, auch mit einem sicheren Gefühl auf Arbeit. Was wäre, wenn jeder so ein Grundeinkommen bekäme? Egal, ob er Arbeit hat oder nicht, reich ist oder arm. Vor gut einem Jahr waren wir bei Krankenschwester Daniela Verhey in Dortmund. Der jahrelange Schichtdienst auf der Intensivstation hatte sie schwer belastet. Und die Verantwortung als Hauptverdienerin der Familie zehrte an ihr. Ein Grundeinkommen, für sie ein Baustein zu einem stressfreieren Leben. Ich hoffe, dass ich dann durch die wenigere Arbeit einfach auch etwas entspannter bin und nicht mehr so überarbeitet. Daniela Verhey hatte Glück. Ein Berliner Verein verlost jedes Jahr ein monatliches Grundeinkommen. Und ihre Familie gehörte zu den Gewinnern. Wir waren dabei, als online mehrere Grundeinkommen für ein Jahr verlost wurden. Zigtausend Kleinspender unterstützen die Idee der Macher. Den Sozialstaat radikal umbauen. Dann ein echtes Grundeinkommen wäre für alle Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Ein Jahr lang bekam die Familie der Krankenschwester 1.000 Euro monatlich steuerfrei. Mit dem Verkauf von hochwertigem Hundefutter wollten sie und ihr Mann Ingo sich selbstständig machen. Die Geschäftsidee hatten sie schon lange. Doch erst mit dem Extrageld trauten sie sich, einen gebrauchten Transporter anzuschaffen und zu einem mobilen Verkaufsstand auszubauen. Ihre ganzen Ersparnisse steckten sie in das Projekt. Eines aber war ihnen klar: Weniger Arbeit wird das nicht, aber andere. Hauptsache, mit dem gewonnenen Geld etwas Sinnvolles anfangen. In der Bundesrepublik wird gerade über die Zukunft von Hartz IV diskutiert. Die SPD will das System reformieren. Die Grünenspitze macht sich wie die Linke stark für eine Grundsicherung. Dafür kursieren unterschiedliche Rechenmodelle. Eines davon: Würden alle monatlich 1.000 Euro bekommen, würde das den Staat jährlich rund 995 Milliarden Euro kosten. Das wäre in etwa so viel wie das gesamte Sozialbudget des Bundes, inklusive der Beiträge für Rente und Krankenversicherung. Ein Grundeinkommen würde wohl auch der vielen Bürokratie ein Ende machen. Über die stöhnte auch Perifet aus Leipzig. Als wir den alleinerziehenden Vater vor anderthalb Jahren zum ersten Mal trafen, beantragte er gerade Hartz IV und musste damals haarklein belegen, dass er darauf auch tatsächlich Anspruch hat. Ausgefüllt ist im Prinzip die Anlagen OH1 und OH3, hatten Sie die nochmal ausgefüllt? Die habe ich jetzt nochmal ausgefüllt. Nach einem zähen Papierkrieg wurde sein Antrag damals angenommen. Doch trotz der Hilfe vom Staat war es für die Familie von Perifet oft sehr eng. Papa, ich brauche noch Feinde. Ja, also einmal. Also bin ich froh, wenn ich wieder Arbeit habe, weil dann habe ich auch wieder mehr Geld zur Verfügung und dann soll vielleicht auch eine Reparatur vom Smartphone noch drin sein.
Nun sind wir noch einmal bei Perifet und seinen Kindern. Guten Morgen. Hauptberuflich ist er immer noch Papa. Ich weiß nicht, ob deine Haare gehen oder laufen können. Wo sollen sie denn hingehen? Bis gegen Mittag sind die Kinder aus dem Haus. Plätze an einer Ganztagsschule haben seine Kinder nicht. So, Hausaufgaben nicht vergessen. Hab dich lieb. Für Perifet kommt deswegen nur ein Teilzeitjob in Frage. Und wie lief es in dem Jahr mit der Jobsuche? In diesen 12 Monaten ist nicht viel passiert. Mhm. Ja, außer, dass ich halt für mich die Entscheidung getroffen habe, okay, ich nutze die Möglichkeit vom Jobcenter, was mich darin unterstützt, Führerschein zu erwerben, um mich halt eben etwas flexibler noch aufstellen zu können. Ich habe keine Zeit, frustriert zu sein, weil ich ja auch immer im Blick haben muss, wie geht es meinen Kindern dabei und so weiter. Was kann ich ihnen ermöglichen? Mittlerweile ist er Experte für das komplizierte Sozialsystem. Er hilft nun anderen Hartz-IV-Empfängern ein paar Stunden die Woche bei einer Sozialberatung der Linkspartei. Guten Morgen. Wir formulieren jetzt einfach erstmal einen Antrag auf den Vorschuss. Mit der Information, dass Sie aktuell mittellos sind, haben Sie alle Nachweise da, Kontoauszüge aus den letzten 3 Monaten und so weiter? Die letzten 5 Jahre. Eins ist ja mal klar, und das müssten Sie eigentlich auch wissen. Haben jetzt stellt Perry die strengen Fragen, damit der Antrag auf Hartz IV auch zum Erfolg führt. Sie müssen erstmal schriftlich beantragen müssen und auch entsprechend begründen. Und das haben Sie aber nicht gemacht im Kontext. Perspektivwechsel. Wie ist das? Das ist eine ganz andere Rolle. Es ist ein schönes Gefühl, dass man A, anderen helfen kann und B, dass man also für die Gesellschaft dann ja auch, sag ich mal, eine gewisse Wirkung hat und anderen in ihren Problemstellungen nicht alleine lässt, dass man sie begleitet ein Stück weit. Eine bezahlte Arbeit wäre besser oder eben doch ein Grundeinkommen? Bei unserem letzten Besuch sah er die radikale Idee noch skeptisch. Wie steht er heute dazu? Grundeinkommen ist eine Lösung und wir werden gesellschaftlich sicherlich auch nicht darum herumkommen, dass eines Tages ein generelles Grundeinkommen vorhanden sein wird, eins, was eben nicht sanktionierbar ist. Ich wehre mich persönlich aber so ein bisschen gegen dieses Bedingungslose, was für alle sein soll, weil ich das persönlich für eine gewisse Ungerechtigkeit halte. Solch ein Grundeinkommen, wenn auch nur auf 1 Jahr befristet, hatte sie, Krankenschwester Daniela Verhey. Finanziert wurden die 1.000 Euro monatlich von einem privaten Verein. Ja, auf jeden Fall. Heute hat sie eine neue Stelle, arbeitet in der Patientenaufnahme. Auch viel Arbeit, aber kein Vergleich zu damals. Das ist anderer Stress. Es ist anderer Stress. Ich komme nicht ganz so müde nach Hause. Ich habe keinen Wechseldienst mehr. Ich habe geregelte Arbeitszeiten. Ich habe am Wochenende frei und arbeite von montags bis freitags, habe dann gut zu tun, komme nach Hause, kann mich um die Familie kümmern. Wenn Ingo mit dem Bus weg muss, kann ich ihm da helfen. Mann Ingo ist inzwischen täglich mit dem Hundefutterbus unterwegs. Daniela fährt mit, so oft sie es schafft. Mit ihrer Geschäftsidee, vollwertiges Hundefutter bis vor die Haustür zu liefern, haben die beiden in der Region offenbar eine Marktlücke gefunden. Der Kundenstamm wächst und wächst. Vor einem Jahr war die Unsicherheit noch groß. Als der erste Kunde angerufen hat, wie wir uns gefreut haben zum Beispiel auch, ne? Das war total super. Aber die Momente, wo man dann im Bett liegt und denkt, oh, was ist, wenn das nicht klappt? Und es meldet sich niemand oder die Leute gehen einfach am Bus vorbei. Das ist auch alles vorgekommen am Anfang, ne? Bis sich das wirklich rumgesprochen hat und Leute sich auch Mühe gegeben haben und für uns Werbung gemacht haben. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ob sich das Geschäft auf Dauer tragen wird? Dankeschön. Schöne Grüße. Wenn es nicht klappt, haben sie immer noch Danielas Gehalt. Staatliche Stütze wäre nichts für die beiden. Sie wollen keine Bittsteller sein. Und wie läuft der Laden? Ja, es hat sich ganz gut entwickelt. Da sieht man die Umsätze, die wir so haben. Das fing bei 1.000 Euro im Monat an. Da haben wir noch hart für gekämpft. Ne? Da haben wir stundenlang oder tagelang auf irgendwelchen Hundefestivals Leckerchen verkauft, am Ende 60 Euro eingenommen. Mittlerweile sind wir bei 4.000 Euro im Monat Umsatz. Wir arbeiten viel und wir sind sehr fleißig, aber wir sind glücklich dabei, was wir tun. Inwiefern ist das Grundeinkommen, diese Initialzündung, ein Jahr Grundeinkommen, dafür mitverantwortlich?
Hätte ich nebenbei noch arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, wäre es echt eng oder zu viel geworden einfach. Für die beiden war das zeitlich befristete Grundeinkommen ein Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Oh, Dankeschön. Ob im Zuge von Hartz-IV-Reformen eine Art Grundeinkommen tatsächlich kommt, diese Diskussion nimmt gerade erst Fahrt auf. Auch ein technisches Thema hat ZDF Zoom beschäftigt. Vor 2 Jahren konnten wir eine weit verbreitete Betrugsmasche bei LKW aufdecken. Die meisten modernen Lastwagen verwenden zur Abgasreinigung einen Zusatz, AdBlue. Damit wird ein großer Teil der giftigen Stickoxide reduziert. Doch an diesem Zusatzstoff wird gespart. Im Sommer 2016 bekamen wir Hinweise, dass Unternehmer ihre Fahrzeuge manipulieren, um das AdBlue und damit Kosten zu sparen. Das geschieht mit Hilfe kleiner Elektronikbauteile, sogenannter Emulatoren. Sie schalten die Abgasreinigungsanlage einfach ab. Die ersten Hinweise auf systematische Manipulationen kamen aus Rumänien. Wir hatten uns als Spediteure getarnt und bei verschiedenen Werkstätten nach der Schummeltechnik gefragt. Schnell fanden wir einen Fachmann, der gerade dabei war, einen LKW zu manipulieren. Unser Team und Experte Andreas Mosirsch sahen staunend zu, wie der Mechaniker routiniert an der Bordelektronik bastelte. Die Sicherungen für die, das ist die Sicherung fürs AdBlue, für die AdBlue, für das AdBlue-Gerät. Der Emulator wurde hier unter der Motorhaube an die Elektronik angeschlossen. Ein eben noch sauberer LKW wird plötzlich zu einer Abgasschleuder mit viel zu hohem Stickoxidausstoß. Und ohne Ausgaben für AdBlue lassen sich pro Jahr bis zu 1.000 Euro sparen. Wenn man sich hier umschaut, in welchem Milieu teilweise hier das Know-how europäischer LKW, in der europäischen LKW-Industrie ausgenockt wird, dann ist man eigentlich erschreckt, auf wie einfachem Niveau das Ganze läuft. Ne? Wir wollten wissen, wie verbreitet sind derartige Manipulationen? Zusammen mit der Universität Heidelberg hatten wir dazu ein Messfahrzeug ausgerüstet. Wissenschaftler Dennis Pöhler war es gelungen, die Messtechnik so zu verkleinern, dass sie in einen PKW passte. Zur Messung brauchte man dann nur kurz hinter einem Lastwagen herzufahren. Unsere Testfahrten hatten gezeigt, ausschließlich bei LKW aus Osteuropa waren die Abgaswerte hoch. Nur ein kleiner Test, aber... Wenn man sich anguckt von diesen Osteuropäern, was gute 40 waren, waren jetzt 11 auffällig gewesen, eindeutig auffällig. Sind zwar jetzt nur vorläufige Ergebnisse, aber bei denen wird man schon sagen, die haben irgendwo an dieser Abgasanlage manipuliert. In Polen kontrollierte die Verkehrspolizei Lastwagen schon lange auf solche Emulatoren. Mit geübtem Blick fanden die Beamten das Gerät im Kabelstrang. Und was ist das hier? Keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen? Das ist ein AdBlue-Schalter. Im Ausland waren die Strafen für solche Manipulationen hoch. Doch sie schreckten offenbar nicht davor ab, mit dem Betrug weiterzumachen. Im Gegenteil. 2 Jahre später treffen wir LKW-Experte Andreas Mosirsch erneut. Er hat die technische Entwicklung der AdBlue-Abschaltgeräte im Visier und herausgefunden, die Geräte werden immer kleiner und noch raffinierter eingebaut. Das ist die neue Generation. Und die Kabel, das ist das perfide, das sind genau die Kabel in der Machart, wie auch in den LKWs verbaut sind. Also wenn man ihn auf so einen Kabelstrang drauflegt, dann der verschwindet schon da förmlich. Ne? Ja, verstehe. Okay. Die AdBlue-Emulatoren müssen also inzwischen nicht mehr nur unter der Motorhaube eingebaut werden. Also da, wo die Kabel... Der ist nicht mehr zu finden, weil der verschwindet komplett im Kabelstrang. Und welcher Polizist jetzt den Kabelstrang aufschneidet, um da so ein Stück Kabel und Emulator zu finden, ne? Das ist aussichtslos. Keine Chance für die Kontrollbehörden also? Es gibt eine Lösung. Bei dieser Firma im bayerischen Kadolsburg werden Analysegeräte für Werkstätten und Prüforganisationen hergestellt.
Ingenieur Andreas Wittig hat ein Gerät entwickelt, das man nur auf die sogenannte Elektronikschnittstelle aufstecken muss, um die Manipulation aufzudecken. Er ist über Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden. Ich wähle das Fahrzeug aus, gehe dann quasi in diesen Prüfablauf rein. Das ist schon ein eigenes Menü, AdBlue-Manipulation prüfen. Genau, jetzt geht die tatsächliche Prüfung los. Jetzt werden die Parameter ausgelesen vom Fahrzeug und plausibilisiert. Und in dem Fall sieht man, und das ist nicht verwunderlich, dass das Fahrzeug eben manipuliert ist. Ja. Unser Fazit: Es gibt eine moderne, sehr einfache Messtechnik, um die AdBlue-Manipulationen zu entdecken. Doch wird sie auch von den deutschen Kontrollbehörden wie dem Bundesamt für Güterverkehr genutzt? Also in Deutschland hat sich von behördlicher Seite aus eigentlich nicht allzu viel entwickelt. Die Polizei und die BAG sind beauftragt worden, in der Sache, also bei den Kontrollen, diese Emulatoren zu suchen. Die haben sich nach dieser Fernsehausstrahlung bei mir gemeldet, haben gesagt, dass sie beauftragt worden sind, dass sie aber keine Umsetzungsrichtlinien haben, dass sie nicht wissen, was sie überhaupt machen sollen, um diese Emulatoren zu finden. Der Betrug wird also noch immer mehr oder minder zufällig entdeckt. Bei 10.000 Kontrollen finden die Beamten gerade einmal 400 solcher Manipulationen. Das Bundesamt für Güterverkehr sieht angesichts dieser Zahlen noch immer keinen akuten Handlungsbedarf. Aus Ihrer Sicht existiert das Problem nicht? Das existiert schon, selbstverständlich. Und wir müssen halt gucken, wie sich es weiterentwickelt. Ich glaube bloß nicht daran, dass die ursprünglich in den Medien genannten Zahlen tatsächlich belastbar sind. Wir können das jedenfalls nicht nachvollziehen. Diese Einschätzung macht Experte Moss-Hirsch wütend. Immerhin hatten sie ihr Messgerät bereits auf einer Fachtagung vorgestellt. Hier werden also allgemeine Verkehrskontrollen gegenübergestellt gefundenen Emulatoren. Aber bei einer allgemeinen Kontrolle der BAG wird gar nicht nach Emulatoren gesucht. Und die haben auch gar nicht das Personal, die überhaupt zu finden. Und kommen dann aber auf die Aussage, dass das nur einen Anteil von 2-3% ausmacht. Und das ist natürlich irreführend, wenn man dann solche Zahlen liest. Fachleute und Politiker streiten weiter. Dass die Technik für effektive Kontrollen noch nicht eingesetzt wird, liegt vielleicht auch daran, dass beim Thema Diesel alle an PKW und nicht an LKW denken. Auch mit diesem Thema hat sich ZDF Zoom beschäftigt. In Deutschland fehlen allein im Handwerk 200.000 Fachkräfte, 35.000 Pfleger, 10.000 Ingenieure. Vor der großen Flüchtlingskrise gab es viele Ideen, wie man das Problem Fachkräftemangel mildern könnte. So wie hier in einer bayerischen Bäckerei. Also vor 7 Jahren, ich habe dann eine Woche Praktikum machen dürfen. Dann hat der Chef gefallen, dass ich gut arbeiten kann. Ich dachte, ja, du kannst ja die Lehre anfangen. Bäckerlehrlinge sind gesucht, denn nur wenige wollen früh aufstehen. Umso glücklicher war der Meister. Wir haben ja unseren Hussein, der hat einen Notendurchschnitt in der Gesellenprüfung 2,1. Hat den Führerschein geschafft, lebt mit der deutschen Frau zusammen, ist integriert. Den kann man für alle Sachen, den kann ich zum Ausfahren schicken, den schicke ich in den Laden, kann man zu alle Sachen einsetzen. Inzwischen können Flüchtlinge je nach Bleibeperspektive nicht mehr so einfach arbeiten. ZDF Zoom hatte über den Streit ums Einwanderungsgesetz berichtet. Auch in dieser Wäscherei im bayerischen Erding suchten sie händeringend Mitarbeiter und hofften auf Flüchtlinge. Wenn jemand arbeiten will, das heißt, er in die Sozialsysteme einzahlt, Steuern bezahlt oder so, was spricht da dagegen, dass man diese Leute arbeiten lässt? Und Zahnarzt Matthias Ulrich klagte, dass sein Azubi mitten in der Ausbildung abbrechen musste. Es ist nicht so einfach, einen geeigneten Bewerber zu finden. Hier in dem Fall hatten wir einen, der sich bewährt hat über 2,5 Jahre. Und dem wird auf kaltem Wege von jetzt auf gleich die Arbeitserlaubnis verweigert. Der Zahnarzt verstand die Welt nicht mehr. Uns wird eine zukünftige Facharbeitskraft genommen, von denen es ja auch damals immer heißt, ja, das sind die Fachkräfte von morgen, die da kommen. Ja. Aber wir verhindern das, beziehungsweise das Amt verhindert. In Berlin stritten SPD und Union monatelang über den richtigen Kurs. Die Kernfrage, der sogenannte Spurwechsel. Sollen Asylbewerber bleiben dürfen, wenn sie in Deutschland Arbeit gefunden haben?
Wenn diese alle arbeiten dürften, würden wir aus meiner Sicht einen falschen Anreiz setzen. Dieses Signal sollten wir nicht setzen. Deswegen bin ich persönlich gegen einen Spurwechsel. Ich finde, wer hier schon angekommen ist, sich akklimatisiert hat, sogar einen Arbeitgeber gefunden hat oder eine Ausbildungsstelle, der oder die soll auch bleiben können. Im Herbst hatte die Große Koalition dann den Entwurf für das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgelegt. Die Union hatte sich im Hauptstreitpunkt durchgesetzt. Am Grundsatz der Trennung von Asyl- und Erwerbsmigration halten wir fest. Das heißt, es gibt keinen Wechsel aus dem laufenden Asylverfahren in Arbeitsmigration. Also kein genereller Spurwechsel. Dafür soll gelten, wer qualifiziert ist und einen Arbeitsvertrag vorweisen kann, darf neu ins Land kommen. Wer noch in Ausbildung ist, darf nicht einfach abgeschoben werden. Unter bestimmten Voraussetzungen befristete Beschäftigungsduldung für abgelehnte Asylbewerber. Ein erster Schritt. Doch noch immer ist der Frust in den Betrieben groß. Das merken wir, als wir noch einmal die Wäscherei im bayerischen Erding besuchen. Wir würden gerne welche beschäftigen und suchen auch nach wie vor Personal, aber sie kriegen keine Erlaubnis. Ja. Das ist definitiv mittlerweile so, dass wir Neukunden ablehnen müssen, weil wir es nicht mehr schaffen würden, weil das Personal am Ende ist. Und auch dem Zahnarzt fehlt bis heute ein Auszubildender. Natürlich ärgert mich das, ärgert mich immens, weil wir händeringend Leute suchen. Und zwar also nicht nur ich jetzt, ich meine, das ist ja noch beispielhaft, aber man hört es ja aus allen Branchen. Das neue Gesetz ist kompliziert und die Beschäftigungsduldung an viele Bedingungen geknüpft. Warum das so ist, wollten wir Anfang Dezember in Berlin herausfinden. Warum ist in dem geplanten Gesetz vorgesehen, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland holen, wenn die Fachkräfte von morgen ja eigentlich schon hier sitzen und von uns sogar selbst ausgebildet werden können? Wir werden in dem Fachkräftezuwanderungsgesetz auch noch mal deutlich machen, dass es zwei Möglichkeiten der Zuwanderung nach Deutschland gibt. Auf der einen Seite die humanitäre Migration für Flüchtlinge, für Asylbewerber. Und die zweite Möglichkeit der Zuwanderung ist die legale Arbeitsmigration. Die wollen wir vor allem mit dem Fachkräftezuwanderungsgesetz steuern. Wir könnten doch auch sagen, du hast Deutsch gelernt. Du zeigst, dass du dich hier integrieren willst. Du kannst einen Spurwechsel machen vom Asyl ins Arbeitsrecht. Das wäre doch eine Chance mit diesem neuen Gesetz. Es kann nicht sein, dass wir ein sehr umfangreiches, teilweise auch ein sehr kompliziertes Asylverfahren durchführen und unabhängig davon, wie der Ausgang dieses Asylverfahrens ist, dann die gleiche Folge dran knüpfen, sprich alle dürfen bleiben. Zwar Bewegung beim Thema Einwanderung, aber kein Spurwechsel. Ein anderes Thema aber hat die Politik angepackt. Das teure Wohnen. ZDF Zoom hatte im Frühjahr berichtet, wie Immobilienkonzerne Kasse machen, weil sie Modernisierungen einfach auf die Mieter abwälzen. Schlagzeilen machte vor allem der Konzern Vonovia. Mit mehr als 350.000 Wohnungen ist er einer der größten Immobilienkonzerne Deutschlands. Wir berichteten unter anderem über diese Vonovia-Siedlung, die gerade komplett modernisiert wurde. Dämmung der Außenwände, neue Fenster, elektrische Rollläden, teure Maßnahmen, die aber vor allem die Mieter zahlen sollten. Pia Runge zum Beispiel, ihre Miete sollte um 200 Euro steigen. Es ist 50 Jahre hier nichts gemacht worden. Und wir sollen jetzt dafür bluten? Das sehe ich nicht ein. Pierre Runge sorgte sich auch um die älteren Mitbewohner. Die trafen die drastischen Mieterhöhungen besonders hart. Hallo Frau Mühlhaus. Renate Mühlhaus hatte 1.000 Euro Rente und sollte künftig 700 Euro Miete zahlen. Gut. Die wissen genau, dass wie alt ich bin. Da können sie auch sagen, kannst du lange noch wohnen bleiben? Bis du mit den Füßen zuerst rausgehst, so ungefähr. Dann hat sich das doch. Modernisierungen sind für die Immobilienkonzerne attraktiv. Denn die sogenannten Wohnwertverbesserungen konnten zum großen Teil auf die Mieter umgelegt werden. Ein Beispiel. Der Vermieter modernisiert eine Wohnung für 20.000 Euro. Pro Jahr durfte er 11% davon auf die Mieter aufschlagen. Das waren monatlich 183 Euro mehr. Nach 9 Jahren war die Investition abbezahlt. Die Miete aber blieb weiterhin hoch. Solche Modernisierungen wurden Mietern schmackhaft gemacht.
Mit neuen Fenstern kann man die Heizkosten senken, hieß es etwa. Ein Immobilienexperte aber zeigte uns, so viel Heizkosten kann man gar nicht sparen. Die Heizkostenersparnis, das sind hier immer die kleinen grünen Balken. Und jetzt gucken Sie sich an, die großen, die langen roten Balken, ja, das ist die Modernisierungsumlage. Es ist ein Verhältnis von 1 zu 4. Ja, also man zahlt für einen Cent ersparte Heizkosten ein Vierfaches an Modernisierungsumlage. Gesetzlich war das alles erlaubt. Unsere Berichterstattung aber hatte den Immobilienkonzern Vonovia unter Druck gesetzt. Nachdem unsere Dokumentation gesendet worden war, hatte die 85-jährige Renate Mühlhaus Post bekommen. Für Sie scheint es ja jetzt hier eine Lösung gegeben zu haben, die für Sie tragfähig ist. Ja, genau, dass ich wohnen bleiben darf. Ja. Also das ist für mich jetzt das Wichtigste. Nee? Also ich meine, ein paar Tage vielleicht noch oder ein paar Jahre, aber das ist sonst nichts mit Umziehen und so. Deswegen bin ich heilefroh, dass ich wohnen bleiben kann. Der Konzern hatte sie als Härtefall anerkannt. Statt rund 180 Euro Mieterhöhung muss sie nur noch 40,13 Euro zahlen. Für Renate Mühlhaus ist das gerade noch zu schaffen. In anderen Städten aber macht Vonovia offenbar weiter. Es wird modernisiert und die Kosten werden auf die Mieter umgelegt. So etwa in Stuttgart. Dort modernisiert der Konzern ein 20-stöckiges Hochhaus, ehemalige Eisenbahnerwohnungen. Auch die Wohnung von Lokführer Sven Kober. Richtig hohe Miete, also das ist ja natürlich schon. In der ersten Ankündigung für unsere 55 Quadratmeter Wohnung hätten wir 241,11 Euro mehr Miete zahlen sollen. Und das bei einer Miete, die bisher kalt wie hoch war? 448. Also das heißt, das sind ja mehr als 50% Mieterhöhung. Eine deutliche Erhöhung für uns alle. Das wollten er und andere Mieter nicht mit sich machen lassen. Es regte sich Protest. Der Stuttgarter Mieterverein sah auch die Politik in der Pflicht. Ganz klar, diese unsinnige Modernisierungsumlage. Je teurer man modernisiert, desto mehr kann man auf die Miete umlegen und desto mehr kann man auch Steuern sparen. Diese unsinnige Modernisierungsumlage muss abgeschafft werden. Ganz abgeschafft wurde sie nicht, aber zumindest etwas entschärft. Zum 1. Januar ist ein neues Gesetz in Kraft getreten. Die Modernisierungsumlage sinkt von 11% auf 8% pro Jahr. Und pro Quadratmeter darf die Miete nicht mehr als 3 Euro steigen. Der öffentliche Druck hat also etwas bewirkt. Und auch Vonovia lenkt ein. Sven Kobers Mieterhöhung wird von 241 auf maximal 162 Euro reduziert. Den Mietern der Häuser, die noch renoviert werden sollen, verspricht der Konzern, freiwillig werde man in Zukunft die Höhe der Modernisierungskosten auf 2 Euro pro Quadratmeter begrenzen. Ein Schritt in die richtige Richtung, damit Wohnen bezahlbar bleibt. ZDF Zoom wird weiter dranbleiben an Menschen und Missständen, an den Themen, die Deutschland und die Welt bewegen.